Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Netflix sorgte diese Woche für viel Aufregung. Nummer 1, man möchte weg vom 5-Sterne-Bewertungssystem. Denn irgendwie kriegen es die Leute nicht so richtig gebacken, einen Film vernünftig zu bewerten. Netflix sieht da das Problem zwischen, dass man es objektiv bewertet. Wie, wo war der Film gemacht? Wie gut sind die Special Effects? Wie gut waren die Schauspieler? Und auf der anderen Seite aber den Bewertungen, wie gut hat einem der Film selber gefallen. Da ist das 5-Sterne-System laut Netflix nicht gut genug für. Was man jetzt macht, ob man dann Filme mit Daumen rauf, Daumen runter, Like, plus 1, plus 2 oder ein Prozentsystem bringt, ich bin sehr gespannt. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich versuche ja auch selber immer zu sagen, der Film, also ich wurde gut unterhalten. Das finde ich eine sehr gute Überlegung, vielleicht mehr in die Richtung zu gehen und vor allem dann immer mehr Filme angezeigt zu bekommen. Mir hat Film A gut gefallen und dann gibt es noch einen, von dem habe ich nie gehört, aber Leute, die Film A gut fanden, die fanden die anderen auch gut. Also ja, in die Richtung, das kann ich mir gut vorstellen. Die zweite Netflix-Meldung finde ich da viel schockierender. Netflix plant angeblich mehr, oder sie haben es bestätigt, sie wollen stärker gegen VPNs und Proxys vorgehen. Sprich, wenn jemand in Deutschland ist und den Netflix-Servern dann vorgaukelt, er befindet sich zum Beispiel gerade in den USA, um dann das USA-Netflix-Programm sehen zu können. Denn je nachdem, wo man sich aufhält, in welchem Land, sieht man mit seinem Netflix-Account ganz andere Inhalte. So, finde ich natürlich doof, aber ich glaube, es wird immer genügend technische Möglichkeiten geben, um auch Netflix zu umgehen. Also, dass man auch in Zukunft die technisch versierten Nutzer, die das dann machen, die wird man damit wahrscheinlich nicht aufhalten können. Auf der anderen Seite kann ich aber auch Netflix verstehen, denn es ist natürlich eine Kostenfrage. Wenn die neuen Film- oder Serienrechte nur in den USA sich sichern oder einkaufen, dann ist das natürlich viel günstiger, wenn die das nur in den USA kaufen, als wenn die das direkt weltweit die Rechte kaufen oder zusätzlich noch Deutschland oder komplett Europa. Und dann muss man natürlich dann, wenn man halt nur USA kauft, den entsprechend den Rechteinhaber, den Filmstudios oder wem auch immer, garantieren, naja, man unterbindet halt, dass auf einmal die ganze Welt günstig oder dazu gucken kann. Denn wahrscheinlich, wenn Netflix dann immer die Rechte direkt global kauft, dann kämen wir mit 10 Euro im Monat für Netflix gar nicht mehr hin. Wahrscheinlich müssten wir dann 20 oder 30 Euro dafür zahlen. Ich bin aber mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und wo wir gerade beim US-Unternehmen sind. Amazon hat etwas Neues für die Prime-Kunden von Amazon in den USA. Die können nämlich in Zukunft 20% Rabatt auf Spiele kriegen. Und zwar dann nicht Software-Downloads, sondern richtige Spiele. Also so CDs für Rechner, Konsolen und sowas. Und zwar bereits ab Vorbestellung bis einige Wochen nach Erscheinung des Spiels gibt es satte 20% Rabatt auf den normalen Preis. Und das ist schon mal krass. Das ist wieder so ein Zusatzanreiz, um Prime-Kunde zu werden. Da macht Amazon vielen wahrscheinlich das Leben schwer. Auf der anderen Seite, ob ich das so gut finde, dass man da noch mehr Konkurrenzdruck aufbaut, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bin ich natürlich gespannt, ob dieses Prime-Feature irgendwann in Zukunft auch zu uns nach Deutschland kommen wird. Machen wir weiter mit den großen Ami-Unternehmen. Apple hat bekannt gegeben, man zieht sich aus iAd zurück, beziehungsweise lässt iAd auslaufen. iAd war Apples eigenes In-App-Werbesystem, wo App-Entwickler iAd in ihre Apps einbinden konnten, um über Werbung Geld zu verdienen. Apple selber hat ziemlich hohe Preise aufgerufen im Vergleich zu Google und anderen Werbenetzwerken, wenn man halt über eine Ad werben wollte. So, das Ganze hat irgendwie kaum einer genutzt, das hat sich nicht rentiert. Apple zieht die Reißleine und sagt, nee, wir lassen es bis zum 30. Juni auslaufen. Kampagnen, die jetzt noch laufen, naja, bis dahin müssen sie beendet sein. Finde ich natürlich da auch wieder schade, dass, naja, so ein Konkurrent zu Google da wegfällt. Happy Birthday Wikipedia! Wikipedia wird 15 Jahre alt und ganz ehrlich, ich könnte mir ein Internet oder auch ein normales Leben ohne Wiki gar nicht mehr vorstellen. Wie schnell man heutzutage mal eben was reinschreibt, welcher Schauspieler hat zum Beispiel in welchen Filmen mitgespielt oder stimmt diese Information? Ich glaube, das hat ziemlich viele Diskussionsrunden oder ich sag mal ganz normale Abende, Unterhaltungsabende mit Freunden oder auch sowas verändert. Ich rede jetzt gar nicht von Schülern, Studenten, die damit ihre kompletten Hausaufgaben machen oder arme Lehrer, die, ich sag mal, 20 Mal den gleichen Aufsatz
aus Wikipedia lesen müssen. Natürlich an einigen Stellen dann leicht umgeschrieben. So, auf jeden Fall, Wikipedia wird 15, immer hin und wieder nerven sie uns ja mit diesen Spendeaktionen. Aber mal ganz ehrlich, wir sind ja faule Säue. Wenn die uns nicht immer zum Spenden animieren würden, dann wird da keiner mal eben auf einen Spendebutton klicken und ein bisschen Kohle rüberschieben, was ich persönlich immer wieder gerne mache, denn ich nutze es wirklich oft. In Zukunft wird sich ja, da jetzt das, ich sag mal, Wikipedia eigentlich gut gefüllt ist, gerade in den Hauptsprachen, es verschiebt sich ja ein bisschen hin zu Wikidata. Das finde ich sehr cool. Wikidata, dann so die automatisch abrufbare Datenbank, auf die dann auch Google Now, vielleicht Apple Siri und die ganzen Assistenten zugreifen können, um dann Informationen also direkt rausziehen zu können. Und es hat noch einen zweiten Vorteil. Bisher müssen ja in Artikeln in jeder Landessprache, wenn dann sich irgendwas ändert, das muss in jedem Artikel einzeln korrigiert werden. Mit Wikidata, dem neuen großen Projekt, sage ich einfach mal im Hintergrund, ändert eine Information in einer Datenbank direkt die ganzen Wikipedia-Artikel drumherum, was ja auch cool ist. Und wo wir gerade bei Telekommunikationsanbietern sind, Abo-Alarm verklagt O2. Auf die Meldung, die Tage durchs Internet geht, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Natürlich sehe ich den Nutzen, wenn man so einen Dienst hat, der einen dran erinnert, wann man seine Verträge kündigen muss, der dann direkt Vordrucke liefert mit Anschrift der Unternehmen, die man nicht mühsam raussuchen muss. Was natürlich dann auch nett ist, wenn man dann seine Daten eingibt, Nummer oder sowas, Anschrift, sich das Ganze dann ausdrucken lässt. Das ist ein netter Dienst. Wenn man dann auch noch über die Seite direkt einen Fax an den Anbieter rausschicken kann, ja, wenn man es denn machen will. Ich persönlich halte es da doch ziemlich oldschool aus meinen Jahrhunderten Erfahrungen mit Vertragsabschlüssen. Ganz ehrlich, ich drucke sowas immer aus, bringe es zur Post, mache ein Einschreiben draus und warte dann innerhalb von ein paar Tagen, wenn da nicht da die Bestätigung des Kündigungseingangs da ist, dann rufe ich da nochmal an und sage, Leute, wie sieht's aus? Ansonsten hier, ihr habt es bekommen. Guck auf mein Einschreiben. So, und ob ich da so eine Internetseite... Naja, ich glaube, ich bin da einfach noch gerade bei Verträgen ziemlich oldschool. Ich weiß, es gibt Leute, die faxen und die nehmen dann die Faxbestätigung. Naja, aber das ist mir... Ich vertraue da doch lieber noch dem guten alten Briefträger. Facebook hat sie vom BGH drüber bekommen. Die hatten ja früher mal so eine Praxis. Jemand meldet sich bei Facebook an, lädt dann direkt sein komplettes Adressbuch hoch und Facebook meldet dann die ganzen Leute aus diesem Adressbuch an, die noch nicht Mitglieder bei Facebook sind. Hey du, dein Kumpel XY ist jetzt bei uns. Du willst doch bestimmt auch Mitglied werden, um mit dem irgendwas zu machen. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Das ist ungefragte Werbung. Das ist aufdringlich. Auf der anderen Seite, ich glaube, sie machen es auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Ich finde das viel interessanter dann auch als Hinweis auf andere Anbieter, WhatsApp und wen es da nicht alles gibt. Wobei, die gehören ja inzwischen auch zu Facebook, dass so etwas untersagt ist. Was war das doch letztes Jahr für eine Freude? Also es hieß, Nintendo wird endlich Spiele für andere mobile Plattformen rausbringen. Endlich Super Mario auf dem iPhone oder Yoshi auf Android oder irgend sowas. Und dann haben sie endlich ihre erste Nintendo-App rausgebracht und was war's? Irgendein bescheuertes No-Name-Teil, wo ich den Sinn überhaupt nicht nachverstehen konnte, das total zerrissen wurde und zu Recht, ich kann doch nicht ankündigen, Nintendo macht Spiele und dann kommt da so etwas. Jetzt besinnt man sich eines Besseren und verspricht anscheinend, dass dieses Jahr in 2016 sollen noch große Nintendo-Helden auf andere mobile Plattformen kommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und vor allem, welche bekannten Helden es dann sein werden. Wird es wirklich dann vielleicht ein Super Mario auf dem iPad geben? Ich würde mich freuen. Meine Serie der Woche ist etwas sehr speziell. Und zwar zu gucken, da sind wir wieder nicht nur an dem Einsatz von Proxys und VPNs, weil die Serie nur in den USA auf ABC läuft, sondern man braucht auch noch Zugangsdaten zu einem amerikanischen Kabelnetzbetreiber. Also es ist wirklich nur so ein Nischending. Wir hatten die Serie schon mal. Last Man Standing und ich gucke sie wirklich gern. Sie ist mit Tim Allen, dem Typen aus Tooltime. Sie ist auch sowas, ich sag mal, wie Tooltime 2.0. Diesmal hat er nicht drei Jungs, sondern drei Mädels und bestreitet seinen Alltag. Sehr schön gemacht. Die Serie gefällt mir immer noch super und vor allem, weil sie mir jetzt in den Sinn kommt, sie ist eine der wenigen Serien, die gerade in den USA keine Winterpause haben und ausgestrahlt werden. Zurzeit in der 5. Staffel leider sehr schwer zu gucken und weil es hier, man kann es hier noch nicht mal über iTunes oder Amazon mal eben kaufen, sondern man braucht A, den Zugang und muss dann auch noch wieder über Ami-Leitung reinkommen. Ein altes T-Shirt habe ich leider nicht an. Ihr seht es hier gerade. Sorry, ich muss nämlich gleich weg zum nächsten Familienfest. Deswegen war es das auch schon wieder mit VTS 5 Folge 218 ist vorbei. Euch allen schönen Tag, schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Dann machen wir auch noch die großen US-Unternehmen.